Wenn euch dieses Video gefällt, dann denkt doch bitte daran, ein Like zu geben. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann könnt ihr auch liebend gerne abonnieren. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Kale gehört zu einem Nomadenstamm, welchem einst ein schreckliches Schicksal zuteil wurde. Einst wurde jener Nomadenstamm als die große Karawane bezeichnet. Es waren einst sehr, sehr viele Nomaden, die sich zusammengeschlossen hatten und in einer riesigen Gruppierung die Lande dazwischen bereist hatten. Jene Nomaden waren umtriebige Händler, die nur zu gerne Handel mit jenen trieben, denen sie auf ihrer Reise durch die Lande dazwischen begegnet waren. Schon zu jenem Zeitpunkt stellte man sich die Frage, warum jene Händler sich niemals lange an einem Ort aufhielten und wohl ohne Ruhe und Pause ihre niemals enden wollende Karawanenreise fortführten. Der Grund dafür war ein tragischer. Vor unaussprechlich langer Zeit wurde ein Fluch über diese Karawane gelegt. Jedes Mitglied von ihnen stand in Verbindung mit der rasenden Flamme. Und solange die Nomaden nie lange an einem Ort verblieben, konnten sie der Einwirkung der rasenden Flamme trotzen. Ihnen war es sogar möglich, bis zu einem bestimmten Punkt die Macht der rasenden Flamme zur Selbstverteidigung einzusetzen. Würden sie jedoch gezwungen werden, länger an einem Ort zu bleiben, würde die Macht der rasenden Flamme wachsen und schon bald wären sie nicht mehr in der Lage, dieser beizukommen und im Wahnsinn verfallen. Man erzählt sich gar hinter verschlossenen Türen, dass die Karawane einst allesamt Mitglieder jenes Dorfes waren, in dem einst das Unheil Shabriri seinen Anfang nahm. Dies sind jedoch nur Gerüchte und wilde Spekulationen. Tatsächliche Hinweise darauf gibt es nicht. Jedoch steckt vielleicht auch ein kleines bisschen Wahrheit hinter dieser Annahme. Heute bereisen nicht mehr viele Nomaden die Lande dazwischen. Dies hat einen guten Grund, denn einst kam dem Königshaus von Lindel, insbesondere Marika, die unheimliche Macht der Nomaden zu Ohren, dass sie die Flamme des Wahnsinns in sich trugen. Dies wäre eine schreckliche Macht in den falschen Händen, und was wäre nur, ja, was wäre nur, wenn sich eines Tages diese Nomaden gegen sie wenden würden? Dies wäre eine schreckliche Gefahr für den Erdenbaum. Schiere Ketzerei, die nicht geduldet werden durfte. So wurde es also beschlossen. Die Krieger von Eochheit wurden damit beauftragt, Jagd auf die Nomaden der Karawane zu machen. Ihr Auftrag war es, alle Nomaden zusammenzutreiben. Jene, die sich sträubten, durften an Ort und Stelle umgebracht werden. Daraufhin wurden die Nomaden nach Lindel gebracht. Ihnen wurde allerdings kein Prozess angeboten. Nein, sie wurden tief unterhalb der Erde, gar noch tief unterhalb der Kanalisation, in einer verborgenen Kammer weggesperrt, wo sie ihr unsägliches Ende finden sollten. Fast alle, die nicht dem Hungertod erlegen waren, würden dem Wahnsinn anheimgefallen sein, da sie sich nicht mehr an Ort und Stelle fortbewegen konnten, sondern die Macht der rasenden Flamme immer weiter an ihnen heranwuchs. In ihrer Verzweiflung begannen viele der Nomaden, an die rasende Flamme zu beten, im Wunsch nach Rache selbstverständlich. Was die Nomaden nicht wussten, war, dass der Herold der rasenden Flamme, die sogenannten drei Finger, ihnen näher war, als sie vielleicht vermuteten. Denn dieser befand sich nur wenige hundert Meter tiefer unterhalb ihres eigenen Gefängnisses. So blieb den Nomaden nichts mehr anderes übrig, als die drei Finger mit ihrem Wahnsinn bis zu ihrem Tode zu nähern. Zwar spendet es den verstorbenen Nomaden niemals Trost, doch auch die Krieger Eochheits sollten schon alsbald vom Königshause Lindels hintergangen werden. Jene Krieger Eochheits, die in der Lage waren, die Träger der rasenden Flamme zu bezwingen, trugen eine unheimliche Macht in sich. Eine Macht, die ebenfalls vielleicht eines Tages eine potenzielle Gefahr hätte sein können. So wurde beschlossen, diesen bereits angeschlagenen Verbündeten mit der Armee Lindels aus der Geschichte zu tilgen.
Zwar glaubt der Mann, einst alle Nomaden gefasst zu haben, doch das stimmte nicht ganz. Ein paar wenigen gelang es, sich an den menschenundenkbarsten Orten zu verstecken. Dort trieben sie vorsichtig Handel, bewegten sich aus ihren Verstecken hin und wieder weg. All dies natürlich, um in erster Linie zu überleben, versorgten sie doch tapfere Befleckte und Abenteurer noch mit weitaus mehr. Denn als Nomaden kamen sie viel rum und kamen an vielerlei Informationen, die sie nur allzu gern niederschrieben und für den richtigen Preis an Abenteurer weitergaben. Jene Informationen waren stets hilfreich und könnten vielleicht eines Tages dem ein oder anderen tapferen Recken auf ihrem Bestreben dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen. Dies war die Art der Rache, die den Nomaden noch blieb, denn ihnen selbst fehlte es an körperlicher Stärke, um etwas in der Geschichte noch ausrichten zu können. Waren sie so weit verstreut? Doch mit ihren Informationen gelang es vielleicht eines Tages, einen sich den höheren Willen zu stellen und so auch in ihrem Namen Rache zu vollüben. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt. Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren, dort so einfach auf mein kleines, schickes Avatar-Bildchen klicken. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt. Oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht ein Like dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.